Wir sind jetzt noch in der Folge hier, haben jetzt noch die Zwischensequenz verpatzt. Ich hab's jetzt natürlich wieder Blödsinn gemacht. Aber gut. Jetzt sind wir hier in der nächsten Folge zu Let's Play The Crew. Willkommen zurück. Hallo Harledin. Hallo Erwin. Und dann würde ich gleich mal sagen, dass wir mit der Story dann weitermachen. Okay. Okay. Ay, sorry. Okay. Okay. Wo waren das jetzt hier? Performance-Rennen. Willst du gleich bei der Kiste bleiben oder willst du dein Moped nehmen? Ich nehme mal das Moped, wa? Versuch mal den Glück, genau. Ja, mal sehen, ob ich jetzt mal darf. Warum tune ich eigentlich so ein Fahrzeug, wenn ich es nicht benutzen darf? Jo. Let's go. In der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen glatt angestellt, ich zumindest, weil... Was wollte ich sagen? Letzte Folge hättest du dich ein bisschen blöd angestellt. Kann ich behaupten, ich fand, wir haben es ganz gut gemacht. Ja, also... Okay, ich hab's verstanden. So, ja, folgendes, wie gesagt, also ich bin auf Eis, bin ich echt schlecht drauf, deswegen, damit ich so viel Können habe. Aber gut, jetzt machen wir das Rennen hier. Ja, das hoffe ich doch. Hallo, nicht wegdrehen, mein Heck. Jetzt kann man ein bisschen besser abschneiden, ist auf jeden Fall wieder so eine schöne Kurve, welche Strecke. Ja, oh, auf jeden Fall wieder ordentlich serpentinlastig. Ganz gängig mit dem Motorrad, sag ich mal, ne? Wäre auch ein schöner Ausflug, also einfach mal, wenn man mal einen Motorradausflug machen will, Leute, kann ich dir empfehlen, fahrt mal her. Keine Ahnung, wo das ist, aber... Das ist jetzt die Rocky Mountains, glaube ich, so, ja. Ja, ist ja nicht weit weg, es ist ja machbar, ne? Ja, es ist ein Katzensprung, kann man auch mit Fahrrad hin, über den See und so. Genau, also über den Motorrad einfach hier über den spezifischen Ozean. Na, wer kennt das? Den spezifischen Ozean. Ich nicht. Nicht? Nee. Die dümmsten Fragen, die jemals im Internet gestellt wurden, da gab es eine Liste von. Ach so? Ja. Da war das dabei. Da war das dabei. Da hat schon mal jemand gefragt, ob es irgendwann mal möglich wäre, auf der Sonne zu laufen. Ja, nee, auf jeden Fall. Das kommt halt ganz drauf an. Der hat aber auch dazu geschrieben, ich weiß, es ist ja natürlich sehr heiß, aber wenn man im Winter hinfährt, wo die Sonnenoberfläche nur minus 1 Grad hat oder so, dann ist das doch bestimmt möglich. Das haben die wirklich so gefragt. Na gut, was heißt wirklich so? Für mich ist es noch nicht so erwiesen, ob das wirklich so ist oder ob da jemand sich einfach nur einen Scherz erlaubt hat oder so. Ja gut, es gibt ja durchaus solche Leute, die sowas denken, ja? Aber ich kann euch versichern, dass minus 1 Grad wird das Sonne nicht erreichen und wenn doch, werden wir es wahrscheinlich nicht lange erleben. Ja, was ganz Schlechtes für uns. Ja, weil danach nämlich die Supernova kommt oder kam. Das war's dann, ja. Und dann ist es auch sehr schlecht mit Laufen auf der Sonne, weil es gibt ja demzufolge dann keine Menschen mehr. Also es soll heißen, nein, selbst auch bei minus 1 Grad wäre es nicht möglich, nein. Ich glaube, sowas wie eine Sonne mit minus 1 Grad gibt's gar nicht. Nee, geht auch nicht. Das geht nicht. Das ist physikalisch schon gar nicht mal möglich. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Sonne sich ausdehnt, ja, ab einem finalen Punkt, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann... implodiert. Ja, genau. Und dann kommt halt die Supernova. Und dann ist hier Schluss mit unserem System. Und dann ist eine Schicht im Schacht, ne? Das war's dann mit der Crew. Falls sie jetzt ausfällt, bist du warum? Sonne implodiert, ne. Soll ja aber irgendwann mal so sein, ne? Ja, aber da haben wir noch ein paar Millionen Jahre. Ja, wir werden es nicht mehr erleben, ne. Also wir leben jetzt noch ein paar Millionen Jahre und machen noch ein paar 100 Millionen Folgen The Crew. Aber ansonsten, tja, glaube ich auch nicht dran. Ja, ist mal gespannt, ob sie es irgendwann mal schaffen, dass der Mond tatsächlich bewohnbar wird, ne? Sind sie jetzt schon ewig lang dran? Ach, das wird nicht mehr lange dauern. Wenn sie die Kaltfusion dann endlich hingekriegt haben, dann werden wir sowieso bald irgendwann kostenlose Energie haben. Gut, okay, werden wir vielleicht nicht mehr mitkriegen.
wir werden jetzt vielleicht noch in unserer Generation, wenn wir vielleicht noch mitkriegen, dass es nur bezahlten Strom gibt, aber irgendwann wird es so viel Strom im Überfluss geben, dass es nur noch kostenlos erhältlich ist. Und da werden dann halt auch unter anderem wieder Arbeitsplätze gefährdet sein, wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit auch. Wobei, ich will gar nicht auf dem Mond, weil... Ja, echt mal, da gibt es bestimmt schlechtes Internet. Genau. Wenn die ganzen Leitungen wieder verlegt haben, immer ordentlich unter Zack, ja. Dann geht es wieder los mit einer 3000er Leitung und ach, das braucht doch keiner mehr, Mensch. Glasfaser von hier bis zur Erde, kannst du vergessen. Vom Mond bis zum bis zur Erde natürlich, Entschuldigung. Hier bis zur Erde wird sportlich. Nee, ich mag die Erde eigentlich, ist nicht schlecht. Wenn nicht manche dumme Menschen die kaputt machen würden, fände ich es eigentlich noch geiler. Kriege können wir jetzt prinzipiell auch weglassen, brauche ich nicht unbedingt. Das ist halt in Wien. Machtkämpfe und Herrscher brauche ich auch nicht, geht mir eigentlich auch. Wie gesagt, das ist es ja eben. Macht ja korrupt in den meisten Fällen. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich so viel Macht hätte. Ob ich dann wirklich das Richtige tun würde, so wie ich jetzt hier gerade anpreisen würde oder so. Wie gesagt, wir sind immer noch Menschen. Ja, das Problem ist, denke ich, eher, das würdest du vielleicht schon machen. Allerdings. Erstens mal ist der Punkt, dass du ja, wenn du Macht hast, nicht allein bist. Ja. Also du kommst halt an die Macht, dann redest du gut und alle finden dich ganz super. Und sagen, ey, der ist cool, den nehmen wir als was auch immer, König. Als Vorsitzenden, Anführer, wie auch immer. Genau, Homisch Blau. Und dann kommen aber die ganzen Leute, die die ganze Zeit schon da waren und die auch da bleiben werden, weil die nämlich niemand kennt und sagen, okay, ey, das fand ich mal echt cool, was du gesagt hast, aber Fakt ist, das kannst du knicken, weil dann bist du ganz schnell wieder draußen. Du machst, was wir wollen oder du bist raus. Ja, der Lobbyismus, darauf spielst du an, wa? Richtig. Und da denke ich mal, du wirst da gar nicht so viel zu sagen haben. Du bist nur das Scheinbild nach außen. Wobei es schon viele Idioten gibt, davon abgesehen. Ne? Ja, diese Machtspieler verstehe ich nicht. Man muss immer besser sein, schneller sein, stärker als andere. Und dieses Schwachsinn. Einfach. Gedöns. Sollten alle mal eine Runde diese Crew spielen. Du könntest dich messen. Ja. Ich hab Gold gekriegt außerdem. Und du Platin oder auch Gold? Platin, ja. Ah, oh, du Angebühr. War eine Bombenstrecke fürs Motorrad. Und was kriege ich bestimmt wieder ein Teil, was mir absolut. Ne, ich kriege auch ein Teil, was mir nichts nützt. Das wurde ja am Anfang schon angezeigt. Ja, wieder plus 0. Cool. Danke. Du hast 98% an der Spitze und ich 0. Du hast leider an mir vorbeigepfiffen. Na super. Gut. Ich glaube, 2% waren nur am Anfang, ja. Zwischensequenz, wa? Hm? Oh, eine Frau. Du und deine Crew schuldet mir eure Wagen. Kannst du behalten. Ihr hängt an euren Wagen? Meine Freundin meldet sich dort. Sagt ihr alles, was ihr über den Verkauf beschlagnahmter Autos wisst, dann behaltet ihr es. Dann. Na gut. Ziemlicher Schwachsinn, ne? Aber irgendwie müssen sie auch zur Arbeit kommen, wa? Ja, kannst du ja auch nicht. Oh, scheiße. Was das gerade? Ja. Kannst du lange warten. Ganz direkt alleine mal einsammeln, den Mist. Hier, Sehenswürdigkeit und so. Ach nee, ach, das ist ein Bahnhof. Ja. Erwin. Ich muss ein bisschen mehr dazu lernen. Bisschen kleine Scheibe im Lambo, sieht man nicht so viel, ne? Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich, wenn du einen Wheelie machst und über mich auf mich drauf zufährst? Ja. Springst du denn gleichzeitig? Weil ich bin ja so mehr wie eine Sprungschanze aufgebaut. Weiß ich nicht, ich muss mal drehen. Ich glaube es nicht, dass es funktioniert. Ich hab's, glaube ich. Aber beim Lambo habe ich noch nicht versucht, aber bei einem. Hallo? So, jetzt. Ich fahre hier nur auf dich zu. Hoch mit der Kiste! Nee, ich hab doch hochgedrückt. Nochmal! Du musst eigentlich stehen bleiben. Ich muss stehen bleiben. Ja, weil ich nicht glaube, dass ich den Willi so lang... Ja, ich versuch's mal. Bist du hinter mir? Okay. Ich stehe. Na, ich gucken wir mal. Fahr auf dich zu und dann... Jetzt kannst du losfahren. Nee, Mist. Nee. Schade. Bei GTA Online funktioniert's. Ja, das GTA Online, ja. Das werden wir ja bald mal spielen. Ja, Donnerstag. Denn, richtig. Also für euch ist es natürlich viel später schon wieder, weil... Ne, viel eher gewesen. Ja, viel früher, genau. Das war schon vorbei. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dann ja. Ist es schon lange gewesen.
Richtig, ist aber dieselbe Woche, wo wir diese Folge aufnehmen. Da haben wir auch die Livestream von GDR gemacht. Vielleicht war der ein oder andere von euch dabei. Dann danke schon nochmal dafür. Dass ihr zugeguckt habt, genau. So, jetzt aber nochmal schnellstmöglich noch eine Story rennen. Logisch. Dann gucken wir mal, was haben wir da eigentlich? Standardmarkierungen. Ja, wo ist denn die Story rennen? Achso, da. Wir müssen gar nicht dort. Hä? Zurück in die Spur? Nö. Performance Rennen. Mal wieder. Ich bräuchte aber auch mal eine neue Performance-Karre. Wie gesagt, was gibt's noch? Plus Performance? Ja, Performance habe ich hier nur und das war's. Mehr ist nicht. Nee, ich mach mal einen richtigen, was ein Performance-Fahrzeug von mir ist, dann ist ein Skylane. So, verkackt. Ja, ich mache auf jeden Fall nämlich den Hot Rod Mobile, den habe ich schon ewig nicht mal genommen und das muss ich einfach auch mal sein zum Spaß. Ja, war, den Hot Rod musste ich ja auch mal noch oben züchten. Na gut. Einladung steht. Einladung ist angenommen. Dann gucken wir mal. Jetzt bist du natürlich wieder bedeutend schlechter als ich wegen deinen Werkzeugen. Haha! Okay. 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 Die gehören schon so gut wie uns. Jetzt sind wir ja wieder in Las Vegas hier unterwegs, wa? Ba 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 ba. Jo. Jetzt müssen wir, achso, jetzt müssen wir die Checkpoints innerhalb der Zeit Genau. Die Kollisionssache. Hör mal ab hier mit deiner Schrottkiste. Hallöchen! Vor allem, wie er da einmal ganz locker und lässig dranhängt. Hab den gleichen Fehler gemacht. Scheiße. Alle beide. Wir fahren gerade ineinander. Ineinander? So groß ist die Liebe schon. Im Halbblutprinzen. Ach nee, kennst du ja nicht, wa? Nee. Was ist das wieder? Cold Mirror? Patzer? Sag mir was, ja. Ich schick dir den Link. Right. Das glaube ich aber jetzt. Oh, was ist mit ein dir? Ihr habt's gesehen, leider. Er ist mir rotzfrech hinten reingefahren. Was? Es gibt doch ja keine Kollision. Oder doch? Natürlich gibt es eine Kollision bei Performance-Rennen. Ach, echt? Das war nur jetzt gerade, weil wir beide auf der Strecke gespawnt sind. Ach, scheiße, ja, stimmt. Ach, nee, tut mir leid. Ach nee, klar, das hast du natürlich nicht gewusst. Ihr habt's gesehen, ja, kam er mit seinem Lambo nicht vorbei am Hot Rod. Tut mir leid. Die Schrottkiste muss ich besiegen. Egal wie. Da, jetzt hatte ich schon wieder keine Kollision bei einem NPC-Fahrzeug. Bauen wir da einfach mal ins Heck. Schön. Harley hat's ja so nicht schwer genug. Ach, jetzt hör doch auf, ey. Nee, ist schon cool, wie du das machst. Ich rede gerade noch von unserer Liebe und du kannst schon wieder mit sowas tun. Nee, ich wollte von hinten andocken. Damit wir dann transformieren. Ja, jetzt sind wir ja noch nicht. Nicht beim ersten Date. So, ich bin im Ziel. Das freut mich. Ja. Tut mir doch leid, Alter. Ich muss interessieren, ob das auch sonst so gewesen war. Der also macht mich fertig, ey. Wir können das Rennen ja nochmal machen, dann kannst du ja. Können wir ja mal. Aber schön gemacht, ne? Ja. Das ist halt so. Ui. Jung. Gleich weiter. Ah, oh, schon wieder so eine Scheiße hier. Was ist das überhaupt für ein Auto, was ich hier habe? Also ich muss echt, also entweder kaufe ich mal einen neuen Controller. Da ist mir doch das ein oder andere. Oh, fick die. Entschuldigung. Hallo? Schnitzel. Okay. Auf jeden Fall, entweder kaufe ich mal einen neuen Controller oder ich muss den mal irgendwie kontrollieren. Weil. Der scheint hier ein bisschen kaputt zu sein oder lediert, wa? Ja, der Joystick irgendwie, da lenkt manchmal. Einfach schön an links. Hast du mal jemand? Vorhin hat er, das wirst du dann noch voll gesehen, er hat auch mal rüber und über gelenkt. Wie als würde ich Slalom fahren. Ich versuche die Karre gerade zu ziehen, aber es ging nicht. Jetzt fahre ich gerade total Mist zusammen. Ach Mensch, das gibt's noch nicht, ey. Ja,
Ja, ist mir schon das eine oder andere mal runtergefallen. Oh, das ist aber nicht so gut, denn für den Controller ist das, das andere als schön. Das meine ich halt, da kann es natürlich doch schon mal sein, dass er einen abgekriegt hat und beim Umzug. Ja, auch runtergefallen, so Mist. Nein, Flunder, falls du das siehst und jetzt anfängst zu lachen, ich habe ihn nicht mutwillig runtergeschmissen. Da ich weiß, dass da viel Geld kommt, habe ich mir das verkniffen, aber es ist tatsächlich runtergefallen. Aber ging halt immer noch die ganze Zeit, da war ich schon begeistert. Kann doch nicht sein, hat jetzt einen leichten Treffer weg. Oder Kurbelbruch oder sowas. Oh, naja. Die muss ich aber nachjustieren jedes Mal, ey. Und dann lenke ich auch noch zu früh ein, ey. Nein. Wie viel müssen wir denn machen überhaupt? Steht das da? 140 von 170 vorhandenen Kisten. Und 46 aktuell haben wir. 47, 48, 49, 51. Gut. Warte mal so. Du musst ja nicht immer unbedingt alle Kisten treffen. Aber halt die meisten. Oh shit. Ich fahre auch nicht wegen jeder zurück. Ich lasse die dann einfach aus, wenn ich es mal nicht treffe, eine Kiste. Das ist die Hälfte. Ja, danke. Zähl kann ich auch allein. Der Erwin auch gerade verklickert. Trotzdem danke nochmal für die Info. War ja schon faszinierend, wie viele Kisten die hier in die Paris schleppen, nur damit wir sie durchfahren, ne? Eine Umweltverschmutzung vom Feinsten. Ja, helle Wahnsinn. Ich hoffe, die räumen das dann noch auf, Tür. Gibt's aber eine dicke Anzeige. Seid ja. Da wird Greenpeace aber nicht begeistert sein. Nee, also das kannst du wissen. So Plastikkisten in der Gegend rumschmeißen. Ja. Reicht ja schon, dass Tüten im Meer gelandet sind. Finden sie nicht so witzig, ne? Hab ich eben rückwärts vorne Kisten mitgenommen. Alter, jetzt wird's auch wieder, Junge. Ah. Jetzt haben wir uns nicht so glorreich angestellt. Das war eigentlich immer kein Problem für uns, ne? 110. Oh, geil. Alter Verwalter, Junge. Also wenn er das überlebt hat, dann Respekt. Ja doch, ich muss mich erstmal den Berg runterkugeln. Gute Frau, stress mich nicht. Wie war's denn, wenn du mal was machst, ne? Immer Hallo? Gibst du Befehle? Ach so, sie meinst du, nicht mich. Nee, sie Befehle Deckt aber nie. Wir haben es aber leider geschafft. Da vorne sind noch. Genau. Okay. Jetzt haben wir es. Knapp. Ja, ein bisschen knapper war es schon. Es gibt bestimmt nur Silber oder Bronze. Ja, wir wollten es spannend machen, Leute. Ja. Hallo! Also ich glaube ja jetzt mal... Ich werde immer sauer, wenn dieses eine Wort fällt. Was kann denn die Mutter dafür? So, den machen wir jetzt kalt hier, ja? Was war jetzt mit der Mutter? Das H-Wort hat mir einfach nicht gefallen. Der Hurensohn, ja, das hat er mit der... Achso, ja gut, ja doch. Du hast seine Mutter beleidigt. Da war ich ganz böse. Das Wort ist sowas von... Autsch. Das Wort, das... Ganz ehrlich, das löst bei mir Emotionen aus. Das ist halt unter meiner Würde. Jupp. Bei mir beleidigen ist sowieso bei mir ein ganz schlechtes Thema. Eben. Macht man meistens bloß einmal. Ich hab's. Au! Oh. Du musst folgen, nicht rammen. Ja, ich hab's gerade verkackt. Jetzt die ganze Zeit überlegt, was das jetzt soll, und jetzt habe ich schon wieder Mist gemacht. Leute, wir gucken gleich wieder den Erwin zu. Auch von meiner, also die Folge müsst ihr nicht bei ihm angucken. Also die Folge schon, ja, aber das letzte Stück nicht. Weil jetzt sehen wir hier den Erwin, wie er das macht. Also ich muss sagen, das habe ich glaube ich noch nicht einmal hingekriegt, wo wir zusammenspielen, dass ich bis zum Ende im Limit bleibe. Die haben aber auch eine schlechte Karriere gewählt. Ja, da frage ich mich jetzt auch. Achso, na gut, das Performance-Fahrzeug war ein Stück weit weg. Wenn der Coburn ja gescheit gewesen wäre, hat er uns ja einfach erschossen. Das schaffe ich nicht mehr, Schaffst du. Komm, nein, der ist schon. Der ist viel zu schnell. So, letzten Teil neu versuchen. Gucken wir mal. Tut mir leid, Leute. Kommen hier drei Missionen nacheinander? Ja. Das ist mir scheinbar wieder so eine finale Mission hier, wa? Das können wir überspringen, genau. Ja. Und jetzt versuchen wir es nochmal neu.
Goburn, du fällst. Wir sollen den ja nicht rammen, wir müssen den ja nur verfolgen erstmal. Ja, ich glaube, du kommst, es ist glaube ich so gemacht, dass. Oh doch, ich komme ran. Aber ich schau da auf jeden Fall mal in Rummer. Oder Panner. Oder Penner, ich zerkratze dir deinen Lack. Vorsicht! Voll durchgefahren, da. Aber richtig geil. Rambo-Style. So, wir bleiben nah dran bei dem hier. Richtig geil, Rambo-Style. Ja. Soll ich mal irgendwo. Zieht er irgendwo, der zieht er jetzt gleich nach rechts. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir so ein bisschen die Route von ihm kennen. Ja, du, ja, ich hab's doch vergessen. Weil ich bin ja nicht so weit gekommen. Da, jetzt. Weil er schert jetzt nach links aus und schneidet jetzt die Kurve. Oh, komm schon. Okay, solange wir so dranbleiben, geht's. Komm, 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 komm. Driften ist eine blöde Sache. Sollte man nicht so oft machen. Ja, ja, ich hab's. Oh, da, Panner. Ganzende. Ah, oh, fuck. Noch dran? Nee. What? Wahrscheinlich war's jetzt für mich. Shit, für mich auch. 6 Sekunden. Na, das kann ich ja gleich wieder vergessen. Oder? Oh, jetzt bin ich so blöd vor dem Boss. Jetzt sehe ich, wie du dich anstellst. Ich bin der Taylor, Junge, ja. Nee. Heute nicht. Shit, 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 komm schon. Das kann doch nicht sein. Nee, ich verkack's wieder. What? Oh, er hat einen Unfall gebaut. Ist mein Glück vielleicht? Nee, das interessiert den NPCs nicht. Die können da Autos rammen, Fässer mitnehmen, Leitplanken küssen. Die fahren da ganz stumpf ihre Route einfach weiter. Ja, das ist der Jojo-Effekt leider. Hat gerade ein bisschen abgebremst. War nicht viel, aber muss ich jetzt noch. Ne, 2 Minuten durchhalten nicht. Ist jetzt immer Schluss hier. Kein Bock mehr. So, jetzt bist du dran. Du Penner! Oh Gott sei Dank. Boah, gut gemacht. Danke. Ja, Bronze. Schön. Nee. Wieso das denn? Weil wir so oft rausgefallen sind. Ach so. In Bugs umwandeln, natürlich. Brauchen wir nicht. Na gut, dann warst du ja erstmal auch mit dieser Folge. Nein, hier. Nein, es kommt da noch eine Sequenz. Verdammt, ja, stimmt. Vollfahren. Sonst müssen wir wieder. Ja, stimmt. Gut. Dann haben wir jetzt eine extra lange Folge gemacht, aber gut. Naja, morgen halt. Sorry, ich habe ihn, er will zum Flughafen. Coburn, Coburn, Coburn. Das nochmal Sorst. Ich verhafte sie wegen Verdachts auf Geldwäsche, Mitwirkung an einer Verschwörung, Mordes und jedem anderen Mist, den ich ihnen anhängen kann. Das darf die so nicht sagen. Ich habe eine Ahnung und ich muss ihnen sagen, es fühlt sich großartig an. Was, der da vorne sitzen? Ja. Muss nicht mal mir. Mal erst davon abgesehen, dass jetzt so keine Verhaftung laufen darf. Okay. Okay. V6. Ah, geil. Okay. Gut. Es geht mal auf. Jetzt aber. Ab Moderation. Okay. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst euch ein bisschen nächstes Mal haut rein. Erwin sagt tschüss. Bis denn. Ach, da hat er die danke fürs Zusehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.